Wir melden uns live aus München vom SZ-Nachhaltigkeitsgipfel und neben mir ist Philipp Ganzmüller von der Kreditreform. Thema ist Nachhaltigkeit messbar machen. Das wird für Firmen immer wichtiger, auch um am Kapitalmarkt zu realisieren. Warum ist das so wichtig? Ja, die Nachhaltigkeit des Businessmodells strahlt ja ganz stark darauf aus, ob sich das Unternehmen dem Markt anpasst und damit letztendlich auch als Geschäftspartner zukünftig erhalten bleibt. Unsere Kunden möchten wissen, wenn ich einen langjährigen Vertrag eingehe, Projekte mache mit Kunden, was verliese, vermiete, wird mein Kunde in 3 Jahren noch am Markt erfolgreich sein? Und diese Frage beantworten wir mit unseren Nachhaltigkeitsdaten. Der frühere Personalchef von Heidelberger Druck hat mir im Interview mal gesagt, wer nicht nachhaltig agiert, wird in Zukunft richtige Probleme bei der Finanzierung bekommen, weil natürlich auch Banken, Versicherungen und auch die Rückversicherungen immer stärker da Zahlen verlangen. Insofern ist Ihr Modell ja gerade richtig. Ja, es ist richtig, es ist unheimlich spannend. Es gibt eine sehr große Nachfrage nach diesen Informationen. Die finanzierende Wirtschaft ist nach Willen der EU im Green Deal, der verlängerte Arm der Politik, wird, ich sag mal dazu, gebraucht, vielleicht auch ein bisschen missbraucht. Sie werden gezwungen, nur noch nachhaltige Geschäftsmodelle zu finanzieren, zu unterstützen. Und in Zeiten von Arbeitskräftemangel und, ich sag mal, den komplexen Anforderungen der Einschätzung einer nachhaltigen Wirtschaft sehen wir uns eigentlich als einzige Institution, die in der Lage ist, Geschäftspartner weltweit vernünftig hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit einzuschätzen und diese Informationen in die Systeme der Kunden zu liefern. Und was machen Sie dann konkret? Es gibt ja Faktoren, die kann man als Unternehmen ganz gut messen. Scope 1, 2. Bei Scope 3, wenn es dann mal um Lieferanten und Kunden geht, wird schon etwas schwieriger. Vielleicht mal ein Tipp, wie sollte man da vorgehen als Unternehmen? Das Ganze ist ein lebendes Objekt und wir als Datenhändler und Datenaggregatoren versuchen in einem ersten Schritt jetzt vor allem unternehmensindividuelle Daten zu den Scopes zu ermitteln, insbesondere jetzt im deutschsprachigen Raum im ersten Schritt, sind aber jetzt schon in der Lage, branchenbasierte Scores weltweit zu liefern. Was kann ich als Unternehmen tun? Ich muss mich natürlich ständig hinterfragen, ich muss vielleicht auch Beratung suchen, muss in Dialog gehen mit den verschiedenen Dienstleistern, mit den verschiedenen Anbietern, wie ich mich nachhaltig aufstelle, mein Businessmodell hinterfragen, die Lieferkette überprüfen beispielsweise, die sicher die größte, die ultimative Herausforderung in dem Kontext ist. Aber das Ganze ist ja auch ein Projekt über Jahre bzw. Jahrzehnte. Niemand verlangt, dass man aus dem Stand heraus das alles aufbieten kann, dass man alle diese Informationen zur Verfügung hat. Wir fangen halt auch das Sammeln an bei Unternehmen, insbesondere jetzt erstmal in Deutschland, und machen uns auf einen Weg, der sehr spannend wird und der sicher noch sehr viele Erkenntnisse und sehr viele Herausforderungen bieten wird. Jedem ist es aber jetzt aufgegeben, sich in seiner Aufstellung zu hinterfragen und die richtigen Weichen jetzt schon zu stellen. Kreditreform ist natürlich auch bekannt als Auskunftsdienst, wenn es natürlich auch um mögliche Geschäftspartner geht, um Verträge, um Bonitätsprüfung. Was glaubst du, wird in Zukunft dann dieses Kriterium der Nachhaltigkeit auch bei möglichen Geschäftsabschlüssen sein? Also dass man sagt, naja, okay, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten, der ist noch zu sehr im alten Denken verhaftet und der schadet quasi auch meiner Bonität dann. Momentan ist das noch nicht so. Also Fakt ist jetzt, dass die Unternehmen diese Informationen sammeln und erstmal die Entscheidung treffen, so ein bisschen wie im Märchen bei Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aber in dem nächsten Schritt mit der neuen Emma-Risk-Novelle wird der finanzierenden Wirtschaft aufgegeben werden, genau diese Entscheidung in ihren Entscheidungen einzubeziehen, und die Nachhaltigkeit wird ganz sicher auf die Bonität, auf die Kreditwürdigkeit ausstrahlen und zum entscheidenden Faktor werden. Das erwarten wir mit der nächsten Novelle. Und dann ist es vielleicht auch ein schärferes Schwert als vieles andere, was man an politischen Auflagen oder an Ordnungsrecht diskutiert. Wenn der Kapitalmarkt da umschwenkt, dann müssen ja die Unternehmen sofort reagieren. Der Rupert Felder von Heidelberger Druck sagte das nämlich auch. Und das gilt nicht nur für börsennotierte Unternehmen wie Heidelberger, sondern das gilt für alle, mittleren, großen, kleinen. Und vielleicht sollte da die Politik auch viel stärker drauf schauen. Ich denke, es wird einen sehr, sehr starken Effekt haben, denn letztendlich trocknet ja der Finanzierungsstrom für die nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle aus. Es wird natürlich weiterhin
bestimmte nicht nachhaltige Geschäftsmodelle geben müssen. So schnell geht die Transition nicht. Aber es ist sicher ein erfolgversprechender Weg, letztendlich in eine CO2-neutrale Zukunft, in eine Zukunft mit weniger Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette und auch einen deutlichen Fortschritt auf dem Sozialsektor, ganz sicher. Da wird ja heiß diskutiert, von Heizung bis hin zu CO2-Abgaben, was jetzt der richtige Weg sei. Was wären da mal deine Empfehlungen auch in Richtung Fördermittel? Sollten wir vielleicht amerikanischer agieren, wie beim Inflation Reduction Act? Also was ist deine Empfehlung? Ich denke, die Politik handelt prinzipiell richtig. Sie kommuniziert nur mangelhaft, beziehungsweise sie lässt sich das Heft des Handelns in der Kommunikation von den Populisten aus der Hand nehmen. Und wahrscheinlich führt kein Weg an den jetzt beschlossenen Maßnahmen vorbei. Was ich mir wünschen würde, wäre noch eine gewisse Technologieoffenheit. Ja, dass man sagt, ja, es ist nicht notwendigerweise so, dass die, sagen wir, jetzt für richtig eingeschätzten Technologien im Bereich Mobilität und im Bereich Heizung der Weisheit letzter Schluss sind. Und ich meine, also das wäre für mich das Wichtigste, dass man Innovationen, die unzweifelhaft kommen werden, den Raum lässt und sie nicht von vornherein verbietet, trotzdem aber klar den Weg weist und den richtigen Kompass behält, wie man es sich vorgenommen hat. Ihr selber habt auch noch einen Auftritt beim Nachhaltigkeitsgipfel. Wer wird da auftreten? Heute ist als Speaker Bernd Bütow zu Gast. Er ist CEO der gesamten Organisation und federführend im Bereich dieses neuen Projekts Nachhaltigkeitsinformationen. Und er wird auch zu diesem Thema sprechen. Kann ich denn die Nachhaltigkeit einer Unternehmung, eines Businesses messbar machen? Und eure Zielsetzung beim Nachhaltigkeitsgipfel jetzt am Dienstag und Mittwoch? Wir sind das zweite Mal dabei, haben das letztes Jahr die Gespräche sehr genossen, die wir letztendlich mit allen Stakeholdern im Bereich der Nachhaltigkeitsthematik haben. Wir freuen uns auf Gespräche über Kooperationen mit anderen Datenlieferanten, natürlich über Challenges, die wir auch von bestehenden Kunden hier erhalten und wollen einfach darüber sprechen, was wir tun, die Vibrations aufsaugen, neue Ideen sammeln, weil es ist ein lebendes Objekt und wir brauchen noch mehr Vorstellung davon, was tut sich gerade, beispielsweise Kreislaufwirtschaft, beispielsweise die gesamte Mobilitätsdebatte, die ja sehr stark changiert. Für uns ein wichtiger Punkt. Mobilität ist ein sehr, sehr zentraler Kundenstamm, der uns natürlich sehr, sehr stark beschäftigt. Und da das Ohr dran haben, da versprechen wir uns eigentlich sehr viele Neuigkeiten. Natürlich auch die Mobilitätsinfrastruktur. Ja, für uns ist vor allem wichtig, ist das Thema Absatz von Mobilität wichtig, weil letztendlich das sind anonyme Geschäfte. Es sind Geschäfte über Dauer, die natürlich eine Bonitätseinschätzung benötigen oder auch offene Forderungen produzieren. Aber auch das Sharing ist zum Beispiel ein spannender Bereich, wo wir gern noch tiefer eindringen würden, weil wir sagen, Sharing bedeutet ja, ich miete, ich überzeuge einen OP, ich habe ein Risiko für meinen Vermieter und da sind wir als führende Auskunftsteil natürlich mittendrin und wollen genau wissen, was letztendlich die letzten Trends sind. Ja, dann viel Erfolg für eure Präsenz, für euren Infostand. Alle, die noch herkommen, hier in dem Foyer direkt am Eingang, findet man Kreditreform. Man findet dich wo im Netz? www.kreditreform.de. Und dich persönlich? /München. Also einfach ganz einfach. Okay, auch bei LinkedIn, oder? Natürlich auch bei LinkedIn, bei Xing, Facebook, die üblichen sozialen Medien, ganz klar, sicher. Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Super.